Ich habe mal wieder jede Menge gedruckt. Und wenn du wissen willst, was, dann bleib dran. Gute und grüezi wohl, ihr lieben Makerlein. Ich bin die Maggie von Makorama.de und heute schauen wir uns mal ein paar Sachen an, die ich für uns hier zu Hause gedruckt habe, damit wir hier im Haus ein bisschen Ordnung reinbekommen und die jeder von euch quasi gebrauchen könnte. Bevor wir damit aber beginnen, habe ich noch mal ein bisschen schamlose Eigenwerbung. Ich weiß, ja, 25% von euch haben schon den Kanal abonniert, die restlichen noch nicht. Deswegen würde ich euch bitten, abonniert doch bitte einfach den Kanal. Das würde mir echt die Welt bedeuten. Zum Thema Playclone noch eine kleine Sache. Da hinten steht er. Der ist noch nicht ganz vorbestellbar. Wir haben noch ein klein bisschen technisches Problem momentan und wir müssen erstmal gucken, dass wir das mit Kickstarter auf die Reihe kriegen. Deswegen dauert es noch ein bisschen. Please hold the line. Er wird auf jeden Fall verfügbar sein. Ich habe schon die eine oder andere E-Mail bekommen, weil er dann veröffentlicht wird. Kommt noch. Er ist auf der Webseite schon zu sehen, aber noch nicht vorbestellbar, weil wir noch keinen Bestand haben, weil wir jetzt erstmal mit der Produktion von den Kickstarter-Unterstützern Belohnungen soweit entsprechend beschäftigt sind. Die müssen natürlich produziert, verpackt und versendet werden. Und dann kümmere ich mich um den Shop. Versprochen. Wo fangen wir mit an? Wir haben unten im Badezimmer seit unserem Umzug ziemlich viel Chaos gehabt und haben uns da jetzt mal einen neuen Schrank hingestellt. Und damit wir da nicht diese, naja, ich sag mal hässlichen Pappkartons, die wir da haben, auch zum Teil eine Filamentbox, wo ich wirklich dann das ganze Kleinzeug reingepackt habe, damit wir das nicht mehr nutzen müssen, habe ich mir was aus Thingiverse rausgesucht, was an sich ganz einfach zu drucken ist. Ich weiß, es dauert ein bisschen lange zu drucken in der Größe, aber es sieht auf jeden Fall schicker aus und ich glaube, es lohnt sich. Und das ist solch eine Box hier. Ja, die sieht richtig schick aus, muss ich sagen. Kann man natürlich in jeder Farbe drucken, wie man möchte. Man kann die auch gut stapeln. Ich drucke die jetzt nochmal in Gold, nochmal in der Farbe. Und dann werden wir damit im Prinzip unseren neuen Schrank zupflastern. Das ist so ein offenes Fach. Da kann man die Dinger richtig gut reinstellen, kann kleinere Utensilien reinpacken und natürlich das Ganze auch skalieren, wenn man möchte. Auf dem Prusser drucke ich jetzt da mit einer 0,3er Layerhöhe irgendwas so knapp an die 6 Stunden. Es ist also noch verträglich, ist also nicht so schlimm, wie ich gedacht hätte. Und gut aussehen tut es auch. Von daher ist auf jeden Fall ein Must-Have, wenn man irgendwo ordentlich seine Sachen verstauen möchte. Das zweite ist ein Teil, was mich schon sehr lange begleitet, muss ich echt sagen. Ich bin, sage ich gleich vorweg, kein Fan von irgendwelchen Schreibtisch-Kopfhörerhaltern oder so in Richtung. Also wo man das Ding auf den Schreibtisch stellt, damit man da noch mehr Platz verbraucht und dann den Kopfhörer dran zu hängen, damit das Ganze irgendwie ein bisschen stylisch aussieht. Erstens drucken die Dinger verdammt lange. Ja, also die drucken länger als so ein Kästchen hier. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Designs, die es da gibt, ja, okay, da gibt es welche, die kann man gut zerlegen, die kann man dann auch zum Teil auf Mini drucken. Aber so wirklich catchen tut mich das Ganze nicht und ich bin eigentlich eher so ein Freund von minimalistischen Sachen. Deswegen habe ich mir einen Kopfhörerhalter ausgedruckt, den ich dann auch am Anfang direkt an so ein Regal hier anschrauben konnte und dann dort auch schon von relativ früher Stunde an auch im alten Studio noch meine Kopfhörer dran gehangen habe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der sieht auch noch stylisch aus, hat einen schönen Schriftzug drin, Headphone. Ist echt zeitlos und lässt sich super einfach drucken, druckt irgendwas um eine halbe Stunde. Und ich muss sagen, ich habe da hinten einen an der Wand hängen, das ist der aus dem Studio von damals und der gefällt mir richtig gut, den mag ich nicht mehr hergeben. Meine bessere Hälfte hat schon gesagt, okay, druck mir doch mal bitte einen für das Headset unten. Und das ist natürlich dann auch mir genug Befehl, dass ich ihr demnächst auch nochmal einen drucke. Und für meine anderen Kopfhörer werde ich mir vielleicht auch nochmal einen drucken, weil ich habe ein Headset und nochmal normale Kopfhörer, dass ich die auf jeden Fall dranhängen kann. Das ist auf jeden Fall ein Teil, was ihr euch ausdrucken könnt. Wie gesagt, dauert nicht lange, braucht nicht viel Material, ist nicht so aufwendig zu drucken und nimmt keinen Platz am Schreibtisch weg. Das ist vor allen Dingen ein Pluspunkt, finde ich. Link zu den Things findet ihr unten in der Videobeschreibung. Das nächste Thing ist etwas, was mir wirklich hier im Studio das Leben leichter macht. Und es, so banal es klingt, ich habe schon im alten Studio in der Küche hängen gehabt und habe es jetzt hier entsprechend an so einem Balken hängen. Und die Rede ist einfach von einem Küchenrollenhalter. Und zwar nicht irgendeinem, sondern einfach einem, den man im Prinzip das eine Teil zweimal druckt und das entsprechend im richtigen Abstand an die Wand schraubt. Und schon hält das Ding die Küchenrolle, egal ob vertikal, horizontal, es funktioniert. Sogar mit großen Küchenrollen hatte ich da bisher noch kein Problem mit gehabt. Und es hält echt stabil, auch wenn es vielleicht im ersten Moment nicht so aussieht. Aber es funktioniert echt wunderbar und gerade wenn man beim Resin-Drucker mal die Hände ein bisschen im Resin getunkt hat und dann nicht großartig so
ist es wunderbar, denn da steht immer so ein bisschen Küchenrolle ab, dass man es abziehen kann und dann kann man das auch relativ schön abreißen. Das ist wunderbar, hilft mir echt ungemein und macht mir hier wirklich das Leben leichter und ist auch noch, in je nachdem in welcher Farbe man das druckt, sogar noch ein klein bisschen ein Hingucker. Für unten in die Küche kommt natürlich auch noch so ein Teil, dass man das unten unter die Schränke entsprechend hängen kann. Da macht es natürlich auch noch richtig Sinn, weil gerade wenn man nur noch eine Hand vielleicht frei hat, dann kann man da gerade dran abreißen. Das funktioniert super und ist echt einen Druck wert. Das vierte Ding in der Runde ist nicht ganz neu und ich muss sagen, ich habe das echt massiv genutzt die letzten Jahre und habe es wirklich jeden Tag mit in der Tasche gehabt. Und ihr kennt es wahrscheinlich auch schon, weil ich es euch schon ein paar Mal um die Ohren gehauen habe, aber das ist sowas hier. Und wer sich jetzt fragt, was das ist ein Schlüsselorganizer oder ein Schlüsselhalter sozusagen. Den kann man quasi wie ein Schweizer Taschenmesser hier so im Sandwichbau quasi die Schlüssel dazwischen klemmen und kann dann seine Schlüssel wirklich wie beim Schweizer Taschenmesser hier so schön einzeln rausmachen. Ist ganz gut. Ich habe nur durch den Umzug ein wenig, umräumen müssen. Ich habe dann damals relativ viele Schlüssel gehabt fürs Büro, für zu Hause, für bei meinen Eltern, für meine Schwiegereltern und was weiß ich wo, für bestimmte Schränke. Und ich muss sagen, das hat ausgedient mittlerweile, weil einfach die Anzahl an Schlüsseln, die ich habe, und ich möchte gerne was Minimalistisches haben, das ist mir mittlerweile einfach zu klobig. Ich habe dann mal gedacht, okay, ich bin mal clever und suche auf Thingiverse, was ich denn dazu finden kann, ob ich da vielleicht ein bisschen was finde, was so ein bisschen ergonomischer ist. Ich weiß, es gibt bestimmte Produkte auf Amazon, die das Ganze auch lösen können oder auch bei anderen Herstellern. Und da bin ich erstmal auf dieses Teil hier aufmerksam geworden, ja. Das ist einfach nur so eine Art, Geldklammer für Schlüssel. Da kann man auf der einen Seite eine M4-Mutter und eine M4-Senkkopfschraube reinschrauben und dazwischen die Schlüssel befestigen. Und man sieht schon, man ist hier von der Länge her, ich weiß nicht, ob es so einen langen Schlüssel gibt. Ich habe ziemlich lange Schlüssel zum Teil, aber man ist hier schon ein bisschen eingeschränkt und das ist auch ein bisschen klobig. Auch wenn ich die Idee mag, dass man da so einen Clip dran hat, den man einfach in die Hosentasche packen kann. Ja, hier oben hat man ein schönes Loch drin, was auch schön breit ist, entsprechend über die ganze Breite, dass man da einen Schlüsselring dran packen kann. Das macht auf jeden Fall was her. Das ist auf jeden Fall stabil, muss ich sagen, und robust. Und ihr seht, so leicht kriegt man es nicht kaputt. Ich habe es jetzt hier aus dem Devil Design PETG gedruckt, in Mint Green oder wie es heißt, oder Mint. Und ich habe mir aber gedacht, okay, ich möchte noch gerne etwas minimalistischeres haben. Und seid mir bitte nicht böse. Ich weiß, es ist nicht minimalistischer, aber ich habe erstmal gedacht, okay, das sieht cool aus. Und bin auf dieses Teil hier aufmerksam geworden und muss sagen, als ich das gedruckt habe und gesehen habe, wie groß das ist und wie klobig. Und dann kommt noch der Knaller, es passen maximal 2 Schlüssel rein. Deswegen, dafür war es mir zu klobig, es lässt sich auch nicht so wunderbar und einwandfrei drucken, weil man ein bisschen Support braucht, um diese runde Struktur hier zu unterstützen. Ist nicht für mich, ja. War ein Versuch wert, aber okay. Beide Lösungen plus nochmal hier das Schwarze sind nicht mehr so meins. Sie sind alle ziemlich groß und klobig und ich möchte eigentlich gerne was Kleineres haben. Ich möchte eigentlich gerne wirklich was Kleines, Schickes, was Unauffälliges haben, was sich schnell drucken lässt, ähnlich wie der Kopfhörerhalter. Nicht einen ganzen Ständer, wo man den Kopfhörer dranhängen kann, sondern einfach nur so ein kleines Teil, wo der Kopfhörer genug Platz dran findet. Und ich habe mir selbst was designt. Ich habe mich in Fusion 360 dran gesetzt und habe gedacht, das kann doch nicht so schwer sein. Ich habe auch damals was auf Amazon und anderen Portalen gefunden, wo man ganz einfach minimalistisch die Schlüssel organisieren kann, ohne dass sie wild hin und her klappern. Ich habe es noch nicht mehr gefunden. Deswegen habe ich mir schnell selbst sowas designt und das ist sowas hier. Ja, das ist einfach nur wirklich ein Halbkreis mit einem Einsatz für eine Schraube und eine Mutter. Und ihr seht schon, da klappert nichts. Das ist minimalistisch, genauso wie ich es haben möchte. Vielleicht gehe ich nochmal irgendwann hin und mache hier oben diesen kleinen Kringel hier nochmal ein bisschen kleiner, damit er nicht so wuchtig ist, damit er noch ein bisschen kleiner ist. Aber so kann man hier schon mal 1, 2, 3, 4, 5, 6 bis 7 Schlüssel reinpacken, was ich ziemlich genial finde. Und wie ihr sehen könnt, hält. Macht genau das, was es soll. Es organisiert das Ganze ein bisschen, dass da nicht so viel Chaos entsteht. Und natürlich, wer darf nicht fehlen? Der MakerBot-Schlüsselanhänger darf nicht fehlen. Wenn ihr das Teil haben wollt, ich weiß, die Leute beschweren sich immer, dass die Downloads bei uns auf der Webseite so ab und an mal so ein bisschen zu teuer sind. Ja, aber wir haben auch gewisse Gebühren und Steuern, die wir abführen müssen. Ich biete das Ding jetzt für 2,50 Euro im Paket mit einem anderen, den ich noch designen werde, entsprechend an.
Die Patreonen kriegen das Ding natürlich umsonst auf Patreon zur Verfügung gestellt. Ich biete das erstmal für 2,50 Euro an. Grund dafür ist ganz einfach, 20% Mehrwertsteuer gehen erstmal ab. Dann gehen natürlich nochmal x Prozent an Transaktionsgebühren ab. PayPal hat da richtig dicke aufgeschlagen mittlerweile. Und natürlich nochmal 35 Cent pro Transaktion. Das heißt also summa summarum bleiben wir vielleicht bei dem Ding hier, wenn ich es verkaufe, 50 bis 60 Cent. Also seid mir bitte nicht böse, wenn ich es für 2,50 Euro verkaufe. Wenn ihr das macht, unterstützt ihr den Kanal. Klar, auch zum gewissen Teil PayPal, wenn ihr mit PayPal bezahlt. Aber die ziehen einem mittlerweile einfach die Hosen aus, finde ich. Das ist schon recht dreist, was da abgeht, aber man kann es halt nicht ändern. Sobald mehrere Modelle, ich habe da noch ein bisschen was im Kopf, dass man das Ganze vielleicht ein bisschen, naja, so machen kann, dass nicht gleich, wenn man das Ding im Sack hat mit dem Handy, dass da gleich das Display verkratzt. Da habe ich noch eine Idee, die ich umsetzen möchte. Das wird dann einfach noch eine größere Variante werden. Die kommt dann ins Paket rein, dann kriegt ihr das Ding halt statt für 2,50 Euro für 3 Euro oder 4 Euro. Mal gucken. Und ich werde noch unterschiedliche Größen anbieten mit der Zeit, dass jemand, der sagt, okay, ich habe aber nur ein, zwei Schlüssel, die ich halt entsprechend zusammenpacken will, dass da auch eine kleinere Version verfügbar ist. Das werde ich jetzt alles so in den nächsten Tagen nach und nach designen und euch entsprechend im Paket bereitstellen. Last but not least gibt es noch etwas, was ich euch unbedingt mitteilen muss, denn ich bin im Urlaub. Das heißt, ich mache mal ein bisschen geistige Pause und versuche mich auf bestimmte Sachen zu konzentrieren und mal ein bisschen abzuschalten. Ihr bekommt natürlich nächste Woche nochmal eine Runde Content und zwar ein paar Outtakes. In diesem Sinne hoffe ich, hat euch der Content gefallen. Wenn ja, gebt doch bitte dem Video einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, wenn ihr das nicht verpassen wollt. Und hodl's allein, happy printing. Ciao.